Moin, willkommen zu einer neuen Die Sims Mods und CC-Vorstellung. Heute mit dem Living Room von Felix, André und Harry. Schön, dass ihr reinschaut. Wir haben wieder einige coole Objekte hier bekommen von den beiden. Und die gibt es momentan bei Patreon für alle Supporter und später dann auch für alle. Und ich möchte euch unbedingt zeigen, weil es sind einfach immer die coolsten Sachen, die es hier gibt. Oder man muss es mal so sagen, es sind so viele schöne Sachen dabei. Wir brauchen jede Menge Regale, denn wir haben so viel Dekograms auch dabei. Dieses Mal zum Wohnzimmer. Und die haben ja schon andere Packs gemacht. Auch dazu gibt es ja auch schon Vorstellungen hier im Channel, falls ihr euch das angucken wollt. Und jetzt das der neueste Wurf quasi. Und wir starten hier direkt mal mit der Deko, würde ich sagen, weil das ist so cool, was die gemacht haben. Und zwar haben wir da so schöne Väschen mit verschiedenen Farben natürlich auch. Hier ist das toll. Viel mit Stein, viel mit Holz. Es ist wirklich cool. Es ist wirklich schön. Und ihr müsst euch das angucken. Es sind auch einige Highlights wieder dabei. Also es sind einige Sachen dabei, wo man denkt, ja, wow, da haben sie wieder mitgedacht. Hier, das ist sehr schön. So wünscht man sich das eigentlich von EA. Ihr seht es ja auch schon, ne? Wir haben mehrere Slots. Man kann das also auch ein bisschen freier bewegen und platzieren. Und das Ganze, das gibt es hier für die Sims 4, für PC und Mac. Ne? Könnt ihr euch runterladen. Und dann in euren Mods-Ordner packen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, habe ich auch mal ein extra Tutorial dazu gemacht. Das könnt ihr euch angucken. Ja, wir fangen jetzt doch mal weiter oben an, denn sonst kommen wir nicht zurecht. Wir wissen noch nicht, was wir alles haben und was nicht. Das ist jetzt ein Schaukelstuhl. Ist das cool oder nicht? Ist das cool oder ist das nicht cool? Mit einem schönen Fell, der hätte auch richtig gut im Skischalet ausgesehen. Wir haben hier eine Marmor-Couch, wenn man das mal so sagen darf. Ich packe die mal hier hin. Das ist wirklich nice auch. Also ein bisschen mal was anderes, ne? So ein bisschen krasser. Das ist, ist bestimmt auch schön für irgend so eine Lobby oder irgendwie. Das ist echt cool. Richtig schöne Farben auch dabei. Schöne Steinfarben. Und hier diese Bellini-Chairs. Hier, da ist auch mal hier schön, oder? Mit der Textur guckt ihr euch mal gleich nochmal an. Hier, ich zeige die nochmal hier so ein bisschen. Da gibt es natürlich alle Größen und ich finde das so cool, ne? Es ist so schön gemacht, so eine tolle Textur, tolle Farben, wieder auch außergewöhnliche Farben. Wird ein bisschen schwer zu kombinieren mit anderen Sachen außerhalb dieses Sets, aber die sind richtig cool, oder? Daumen nach oben hier, würde ich mal sagen. Auch für das Video, dankeschön. Dann haben wir hier noch so einen Sessel, das geht dann wieder in dieses, ja, schlichtere rein. Ne? Es ist wirklich ein schöner Lounge-Sessel, toll. Oder mit auch so zweifarbig, finde ich voll geil. Dann haben wir einen Schreibtischstuhl. Mhm. Es gibt auch so einen Tisch noch. Und da haben wir auch noch so einen, ja, Wooden Chair, einen Holzstuhl. Und ist so cool, das passt auch ganz geil zu nachhaltig leben. Da haben wir auch so schöne Holzobjekte. Und ich denke auch von den Farben her ist das ideal. Auch hier, guck mal an. Ja, ist das schön oder ist das schön? Auch mit helleren Randtönen. Das sind wieder so Details, wo man sagen muss, geil. Wir packen hier mal unseren Schreibtisch irgendwo hin, dass wir den auch mal noch haben. Den nehmen wir jetzt einfach mal hier als Schreibtisch. Ja, man will ja vielleicht auch ein bisschen im Wohnzimmer was arbeiten. Gibt es auch einen großen Tisch, einen großen Tisch hier. Und ja, es ist außergewöhnlich alles, ne? Es ist außergewöhnlich, aber auch irgendwie für sich richtig nice. Also man muss es schon so sagen. Es sind wieder Kreationen, wo man wirklich, ja, träumen darf, muss hier. Wir haben noch ein schönes Sideboard. Das gibt es auch mit so ein bisschen Deko drin, aber da gibt es auch noch Slots. Also auch hier könnt ihr wieder das kleine Kramszeug reinstellen, hier oben drauf natürlich auch. Und hier gibt es ein Bild. Und das Coole ist, es gibt jetzt nicht nur Bilder für die Wand, sondern auch welche für den Boden, die so leicht geneigt sind. Die packen wir mal hier hin. Und es sind so schöne Farben oder beziehungsweise Muster dabei. Einmal mit Passepartout, ne? Einmal ohne und alles in einem und wirklich cool, oder? Ist das geil oder ist das geil? Auch mit verschiedenen Holzrahmen, alle Motive, dann auch nochmal mit dem Braun und ja, es hört nicht auf an Farbalternativen. Das ist wirklich alles dabei, was man sich wünscht. Dann hast du ein ganz kleines Bild, das finde ich auch voll schön, voll was Süßes hier. Das kann man natürlich auch so ein bisschen dann nutzen, um zu dekorieren mit einem großen Rahmen, verhältnismäßig. Dann haben wir hier was und das ist ein Leaning Frame, also ein anlehnendes, ein anlehnender Rahmen. Und da gibt es dann auch richtig schöne Farbenmuster, toll oder geil. Muss ich mal fragen, wer das hier gezeichnet hat, ob er das selber war oder wo er das her hat. Ja, da gibt es hier noch so ein Frame. Ja, ein bisschen Witz ist da auch dabei. Ich finde das total schön, ne? So, ja, es ist auch cool, oder?
ist das nicht cool. Ich komme aus den Träumen gar nicht raus. Wir haben noch so kleine Tischchen hier auch noch. Mit so einem richtig schönen Holz. Wow. Ne, so richtig schön. Auch hier wieder die Holzfarben, ne, die wir auch sonst kennen von den Objekten dann. Also wenn man da so was Rötliches hier nimmt, hat man hier auch das Rötliche. Wenn man hier das Helle nimmt, hat man hier auch das Helle irgendwo, was denn findet hier schnell. Und das ist wirklich nice. Das ist wirklich nice. Also dass das alles zusammenpasst. Hier gibt es dann auch noch so einen Sockel, auch so einen Marmorsockel. Und das ist auch wieder sowas, ne? Da gibt es so ein bisschen Beton-Style. Und dann haben wir noch diesen Marmor-Style, ja, richtig, richtig schön, auch mit den Farben. Also, ja, ich muss gar nichts mehr dazu sagen, oder? Es ist einfach ein Ja. Wir haben ja dann auch noch so einen Holztisch, passend zu dem kleinen auch dazu natürlich. Und dann haben wir noch, da waren wir schon durch. Dann gehen wir hier mal weiter. Oh ja, genau. Es gibt hier nochmal ein anlehnendes Artwork. Es ist so cool, oder? Das ist hier so, man sieht es ja gar nicht. Man kann es auch an die Wand hängen, in Anführungszeichen, aber es ist natürlich blöd, weil es sehr schräg ist. Aber dass ihr es mal seht hier, weil das Licht ist hier ein bisschen grell. Und da gibt es auch verschiedenste Töne, also Holz und so ein bisschen mit Stein auch, glaube ich, ist dabei. Wirklich cool. Schön gemacht, auch mal zwei-, dreifarbig. Ja, das ist ein Riesending auch hier, muss man mal sagen. Das ist ein Riesending. Jetzt gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein Fenster hier dafür opfern. Hier. Ein Opferfenster. Ja, und das ist auch plastisch. Also es geht raus, wirklich. Es sieht nicht nur so aus, sondern es geht auch wirklich raus. Sondern ein richtiges Wandkunstwerk. Und das ist, ich finde das ganz cool. Da gibt es so Bold Colors, also so starke Farben mit dabei. Und dann haben wir aber auch so diese schlichten Holz- und Brauntöne, Grautöne. So, da ist ein Spieglein an der Wand. Der hat so ein, ich sage jetzt mal so ein Rauchmuster drauf. Aber gibt es auch ohne und es gibt auch noch andere Farben. Ne? Finde ich voll nice auch. Dann haben wir eine Bowl hier. Eine Bowl. Ja, die passt auch in den Schrank rein, aber auch auf Tischchen hier. Ich mach die mal da rein. Dann gibt es noch so einen Vogel. Haben wir hier noch was? Das ist ein Monolith, eine Skulptur. Ja, man muss auch hier wieder, na, ganz kurz muss man es eigentlich zeigen hier. Das ist so schön gemacht, ne? Und diese Töne, die ziehen sich da auch durch. Ich finde das voll gut. Ist auch so ein leichter Verlauf dabei, ne? Ist der Hammer. Also ich muss sagen, mir gefällt das hier am besten. Das ist so cool. Ja. Und dann sind wir wieder irgendwo anders drin. Hier, das will ich aber nicht. Alle Anzeigen, ja. So, und dann haben wir, oh ja, cool. Das ist auch was Tolles. Da muss ich nochmal kurz zum Sideboard hier gehen oder zum Wohnzimmertisch. Es gibt hier eine Fernbedienung, ist das cool. Und es gibt Magazine. Und das Tolle ist, das zeige ich euch jetzt, es gibt natürlich hier so das, sieht aus wie GQ Magazine. Da gibt es so Magazine und die kann man stapeln. Das heißt, man kann die übereinander legen und sogar so ein bisschen drehen dann. Und natürlich dadurch auch individuell einfärben. Ist das nicht geil, oder? Und oben drauf passt auch noch die Fernbedienung. Das ist wieder so, ne? So ein Detail, wo ich sage, geil. Jetzt haben wir noch so Boxen. Die Boxen, die passen auch ja auf die, in diese Regale rein, aber auch so auf den Schrank, wenn man die natürlich hier so rum richtig rumdreht. Und die kann man auch stapeln, ne? Also auch hier kann man wieder stapeln. Das heißt, die haben selber auch noch Slots auf sich selber drauf. Und wer hätte es gedacht, man kann da auch dann ein Magazin drauflegen und dann noch eine Fernbedienung. Und man kann das ganze Ding nehmen und hier oben drauf. Und ja, dann ist ja Pancake Bob zensiert. Ich find's wirklich mega. Dann haben wir hier noch was, das sind so, ja, Boxen. Da hat man da noch was, die sind halt so rumgedreht, ne? Rechts gedreht und links gedreht. Und dann haben wir noch Bücher, das ist auch schön. Das sind so richtig schöne, große Bücher. Und die sind natürlich auch ringsrum gestaltet. Und auch die, ja, gibt es in so coolen Mustern, ist das nicht schön. Und auch da gibt es wieder Slots drauf, also man kann es auch kombinieren. Wie man das möchte. Man kann auch Bücher übereinander und alles übereinander, was man will. Dann haben wir noch so ein kleines Schlüssel. Ja, ich finde das voll geil für den Flur oder so auch, ne? Dass man da die Schlüssel reinlegt, so ein Schälchen. Kann man natürlich auch in das Wohnzimmerregal reinstellen. Wieso kann ich das hier drin nicht drehen? Und dann haben wir noch ohne Schlüssel drin. Und dann gibt es noch so ein großes Tablett. Ja, das passt bestimmt nicht so gut auf das kleine drauf, aber vielleicht hier. Ja, ist jetzt ein bisschen ungünstig hier, ne? Mein großer Couchtisch ist schon hier voll. Da kann man das auch so machen. Ist das nicht Hammer? Ist das nicht der Hammer?
Ja, ich pack die mal runter hier. Jetzt wird das Tischchen langsam voll. So, dann machen wir die mal da oben drauf zum Zeigen hier. So. Ja, also das gibt's auch noch. Und dann haben wir da noch mal... Ah ja, genau, da gibt's gleich einen ganzen Stapel auf, falls man den haben will. Natürlich ja auch verschiedene Farben. Da gibt's noch so ein Bücherständer. Das ist auch voll toll, oder? Manometer hier. Das Coole ist auch, guck mal auf die Bilder, ne? Da kann man so ein bisschen durchblättern. Das ist wie so ein Möbelkatalog von den CC-Sets, die es schon gibt. Ja, das haben wir auch schon uns angeguckt, ne? Ja, mit dem, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Sehr geil. Dann haben wir hier noch so Bücher. Und das Schöne ist, auch die passen voll gut da rein. Also man kann die auch wirklich so reinsetzen, dass die da anlehnen am Rand. Gefühlt. Und auch die gibt es in verschiedenen Farben. Dann haben wir noch ein richtig großes Buch. Ja, das ist auch voll schön. Auch das gibt es natürlich hier mit verschiedenen Motiven. Immer ein bisschen schwierig, das zu zeigen, wenn dieser Farbregler da drüber ist. Dann haben wir noch eine Endstütze. Man kann das natürlich ja auch nebeneinander stellen, ne? Und dann kombinieren die Objekte. Das ist auch ganz toll. Also man kann die auch, ne, eine ganz lange Buchreihe machen zum Beispiel oder so. Dann gibt es noch so ein Getränketablett. Ja, ist alles jetzt ein bisschen blöd für das Regal, aber wir gucken es uns ja hier mal an. Und dann haben wir hier noch so einen Schlüssel ohne alles, also ohne Kästelein und sogar ein Handy ist dabei. Ja, dann geht's weiter hier mit den Gemälden nochmal. Auch das haben wir schon für die Wand gesehen. Das gibt es jetzt auch nochmal für den Boden. Etwas schräg, ja. Schön einfach, ne? Einfach cool. Und dann haben wir, oh, das hört ja lang nicht auf, Leute. Nee, ne? Das hört noch lange nicht auf hier. Da haben wir nochmal Bücher. Ja, Bücher dürfen nicht fehlen. Ja, guck mal, ich hab euch gesagt, wir brauchen den Platz. Ja, auch hier nochmal, also man kann das wirklich, es ist so cool, ne? Man kann das alles kombinieren und zusammenstellen und wie man will. Dann gibt es nochmal so ein Tablett mit Büchern drauf. Ja, direkt zusammengeklebt. Dann auch nochmal das kleine Frame hier für den Boden. Oder auch für den Tisch, das hat hinten so eine Stütze noch dran. Stimmt, das ist ja auch voll cool. Also das kann man irgendwie auch irgendwo draufstellen. Wir haben gar keinen Platz mehr. Es ist so viel Deko dabei, es ist so schön einfach, ne? Wir sollten das vielleicht in die Mitte stellen, damit das so ein bisschen... Okay, dann haben wir noch eine Vase. Ja, eine Vase gibt es auch noch aus schönem Holz. Oder Stein ist das, weiß gar nicht, ja? Könnte beides sein, ich glaube, es ist Stein. Ja, okay. Dann haben wir, genau, einen Teppich. Und was für schöne. Guckt euch die mal an, ne? Also wir haben da so einen Teppich. Und das Coole ist, die Farben, die sind erstmal schon richtig schön flauschig. Schöne flauschige Teppiche, aber was für tolles Sahn. Und dann gibt es noch so Muster, die auch noch drin versteckt sind. Toll, oder? Wow, ich muss schon sagen, also ich bin wirklich verliebt in diese Sets, die beiden machen. Das ist echt der Hammer. Wir haben noch einen Kamin, passend hier dazu. Auch wieder im Marmor-Style. Schön modern natürlich hier auch. Wow, cool, oder? Dann haben wir noch Kerzen. Das gibt es einmal, gibt es mehrere. Sieht aus wie Milchpacken irgendwie, dachte ich am Anfang. Und dann hier noch so eine einzelne gibt es auch noch. Ne? Da kann man auch noch natürlich auch noch einfärben. Also da gibt es auch noch so ein paar Farbvarianten davon. Dann gibt es hier noch so ein klassisches Gemälde. Das ist auch ganz cool. Da haben wir, da haben wir auch verschiedene Motive und Farben und einmal mit Passepartout, einmal ohne. Es sind so geile Sachen dabei. Und richtig viele auch. Und das gleiche auch nochmal mit einem schmaleren Rahmen, so ein bisschen modernerer Rahmen, ne? Schlichterer Rahmen, wie auch immer. Und das ist toll, oder? Das soll das ja auch Eiffelturm hier gedreht sein? Und dann, es ist Kunst. Haben wir noch so ein Regälchen, das ist auch voll schön, oder? So, jetzt ist der Raum bald hier voll. Wirklich cool. Auch da gibt es wieder Slots drin, ne? Wer hätte es gedacht? Man kann hier überall Krams hier drauflegen oder platzieren, wie man das möchte. Da haben wir, da waren wir schon. Ja, dann sind wir auch durch schon. Das sind wir auch schon durch. Ja, ist das cool oder ist das cool? Die Regale haben wir am Anfang schon gehabt. Auch da zeige ich nochmal kurz die Farben. Es ist echt der Hammer. Es ist wirklich der Hammer.
voll nice, oder? Daumen nach oben hier nicht vergessen. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank euch, falls ihr auch coole Sets kennt, dann postet die gerne in der Videobeschreibung oder auch in unserem Discord-Server. Da gibt es einen Mods- und CC-Austausch-Channel. Da könnt ihr Links posten, Vorschläge posten, euch diskutieren. Euch unterhalten, drüber diskutieren, wie ihr das wollt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Guckt mal in die Playlist rein, da gibt es noch mehr Mods und CC-Vorstellungen. Und auch das Tutorial rechts oben in der Infocard, bei dem i, rechts oben im Video, mal draufklicken. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß euch, falls ihr euch das holt. Wie gesagt, gibt es bei Patreon momentan im Early Access. Ich glaube, ab März oder so, irgendwann im März gibt es das dann kostenlos für alle. Und bis dahin für alle Supporter, die das natürlich auch finanzieren, was er und sie so machen. Und ist wie bei der Kanalmitgliedschaft bei mir hier im Channel, ne? Wenn euch das Zeug gefällt, was die Creators machen, dann supportet die, weil nur so gibt's Nachschub. Und ja, Dankeschön. Bis dann, euer Daniel. Macht's gut. Tschüss.